Hi Leute, heute habe ich noch was ganz Besonderes für euch, und zwar das hier. Das ist kein platter, aufgeschnittener Fußball, sondern ein Riesenbubist. Den haben Dieter und ein paar Freunde gerade beim Wandern gefunden. Schönen Gruß an Katja und Micha. Und ja, wir haben ihn auch am selben Abend schon die Hälfte ungefähr davon zubereitet. Also ich glaube, er war so groß im ursprünglichen. Indem wir ihn paniert haben und gebraten haben. Das war wirklich sehr lecker. Und deswegen wollte ich euch das auch nochmal zeigen. Laut Pilzbuch ist der Riesenbubist meist auf Obstwiesen und auf gedüngten Grünflächen zu finden. Und meist an stickstoffreichen Stellen. Es gibt Exemplare, die sollen bis zu 15 Kilo schwer werden. Wir haben den jetzt zwar nicht gewogen, aber ich glaube, an 15 Kilo kam der sowieso nicht annähernd dran. Und ja, zubereiten kann man ihn am besten, indem man ihn paniert und brät. Man könnte ihn auch dünsten, also zumindest theoretisch wäre das möglich. Da soll er aber unangenehm schmecken. Habe ich aber jetzt auch noch nicht probiert. Er hat, finde ich zumindest, einen ziemlich starken Eigengeschmack. Und ja, beim Braten habe ich jetzt auch nicht super viel Salz reingegeben. Und ich finde, das ist in dem Fall auch gar nicht nötig, weil der von sich aus schon wirklich gut schmeckt. Falls ihr mal einen Riesenbubisten finden solltet, essen könnt ihr ihn auf jeden Fall so lange noch, solange er innen noch schön weiß ist. Ja, los geht's. So, ich schneide von dem jetzt einfach mal eine daumendicke Scheibe ab. Klingt ein bisschen, als würde man Schaumstoff schneiden. So, die flüssige Panade habe ich jetzt schon vorbereitet, weil ich gestern zu viel gemacht hatte. Das sind jetzt ca. 2 Tassen Sojamilch und ungefähr 6 bis 8 Esslöffel Kichererbsenmehl, die ich dann so reinpüriert habe, damit quasi die Flocken rausgehen. Ihr könnt allerdings, was das betrifft, auch mehr oder weniger nehmen, denn ich hatte am Anfang auch eine flüssigere Panade zuerst und ja, die hat trotzdem gehalten und war einfach etwas dünner. Und die hier ist jetzt etwas dickflüssiger, da habe ich dann später noch etwas Kichererbsenmehl dazu gemacht. Also da könnt ihr nach euren Vorstellungen auch das so zubereiten, wie ihr möchtet. Es ist auch noch ein Teelöffel Salz drin. Das ist auch alles Salz, was ich im Endeffekt an den Pilz rangemacht habe. Also wenn ihr eine dickere Panade wollt, dann macht euch eine schön dickflüssige Masse. Wenn ihr eine eher dünnere Panade wollt, dann halt etwas dünnflüssiger. Dann habe ich hier noch Semmelmehl und das ist auch im Grunde schon alles, was ihr braucht. Nebenbei könnt ihr schon mal eine Pfanne aufstellen mit ein bisschen Olivenöl und schon mal heiß werden lassen. Und den Pilz, den breche ich jetzt einfach noch ein bisschen kleiner, weil der sich nachher einfach dann einfacher wendet. So, zuerst in die flüssige Masse. Dann rausnehmen, ein bisschen abtropfen lassen und ins Semmelmehl geben. Und dann entweder wenden oder so lange hin und her schütteln, bis ihr die ganze Scheibe mit Semmelmehl bedeckt habt. Und dann einfach ins heiße Fett legen. Die Hitze am besten gleich auf die Hälfte reduzieren, damit er nicht zu schnell dunkel wird. So, nach ein paar Minuten sollten die auch braun genug sein. Die könnt ihr natürlich noch länger drin lassen, wenn ihr möchtet. Die können wir erstmal rausnehmen. Und damit habt ihr sozusagen ein Riesenbubis Schnitzel. Wir haben dazu gestern grüne Bohnen und Salat gegessen. Und ich fand, eine Soße muss dazu eigentlich auch gar nicht sein. Denn die Schnitzel haben so viel Saft, dass man das ja eigentlich gar nicht braucht. Ihr könnt natürlich trotzdem eine Soße dazu machen. Zum Beispiel könnte ich mir sehr gut eine Paprika-Rahmsoße dazu vorstellen. Oder zum Beispiel auch eine Champignonsoße. Also Pilz mit Pilz. Naja, da könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Wunderbar. Damit ihr das auch mal aus der Nähe seht, also das ist der Pilz jetzt, der hat sozusagen diesen dünnen Streifen nur noch übrig gelassen. Und das ist wirklich, ja, extrem saftig und wirklich lecker. Und die Panade drumherum, die macht das Ganze wirklich zu einem wirklichen Gaumenschmaus. Ja, das wollte ich euch bloß schnell zeigen. Dann wünsche ich euch viel Glück beim Pilze sammeln und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!